Jesus, danke, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen, auch wenn leider kaum jemand hier ist, außer unsere, wie sagen wir immer dazu, unsere drei Statisten, damit der Papa nicht in die Luft redet. Danke, dass du unter uns bist, danke, dass du lebst und dass du ein lebendiger Gott bist, der Herr ist über Licht und Finsternis, der die Finsternis besiegt hast, der die Schlüssel des Lebens in seiner Hand hält und durch den wir leben können und durch den wir mit dir in Verbindung leben, Vater. Und so segne uns diesen Abend. Begegne uns neu durch deinen Geist und weise uns weiter ein in die Autorität, die du uns gegeben hast, in der Stellung, die wir in dir haben. Lehre uns so und überführe uns vielleicht auch, wo wir das bis jetzt so bewusst nie gelebt haben, wo wir da irgendwo vielleicht in Zweifel waren oder wo wir ja irgendwie das zu abgefahren fanden. Ich bete, dass der Abend so uns ermutigt, dass er uns stärkt und dass er uns neu in die Kraft bringt, die wir aus dir heraus haben, auch in dieser unsichtbaren Welt als erweckte und gerettete Menschen zu stehen, jeder Einzelnen, so wie du uns hingestellt hast und so wie du uns in Position berufen hast. So segne uns den Abend, segne dem Papa, dass sein Wort wie ein zweischneidiges Schwert in unser Leben spricht und Frucht hervorbringt. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir können uns heute wieder so treffen, im Ferngespräch sozusagen, und wollen einfach in dem Thema weiterverfahren. Wir haben das letzte Mal, das klang vielleicht für manche ein bisschen hochtrabend oder auch ein bisschen theoretisch, über die Identität und Stellung in Christus gesprochen. Ich möchte noch mal ein Stück darüber zusammenfassen. Egal, wo du persönlich stehst, ob du das schon alles erlebt hast, auch den Start oder noch davor stehst, du kannst jederzeit einsteigen. Also, wir gehen davon aus, dass Jesus ein großer Schenker ist und er hat uns die geistliche Wiedergeburt geschenkt. Und wenn wir das im Glauben, wenn du das im Glauben annimmst, dann bist du Sohn Gottes oder Kind Gottes geworden. Das heißt, du hast einen neuen Stand geschenkt bekommen. Wir könnten auch sagen, du bist ab dem ein doppelter Staatsbürger, nicht nur Staatsbürger deines Landes und deiner Nation, sondern Staatsbürger des Reiches Gottes und hast damit im Himmel einen Platz. Das ist sehr wichtig. Wie kann man das auch noch anders ausdrücken? So, dass Jesus uns praktisch als Sünder adoptiert hat und durch sein Blut alles ausgelöscht hat, was uns von Gott trennt, und wir dadurch Kinder Gottes geworden sind. Der Mangel an Heiligkeit und Gerechtigkeit, Gott ist heilig und gerecht, die Anna hat das im Gebet dienstags immer mal wieder erwähnt, können wir nicht von uns aus produzieren, aber Gott schenkt es uns durch Vergebung. Das ist das wunderbarste Geschenk, weil es eine Langzeitwirkung hat, nämlich bis zum ewigen Leben, also ins ewige Leben. Gleichzeitig schenkt uns Gott in diesem Leben eine große Freiheit und befreit uns aus der Todesangst, von der viele Menschen geprägt sind, und ich glaube auch die Politik, je nachdem, was so wir erleben. Wie aber weiter? Die Identität und Stellung in Christus, das klingt so einfach, aber es ist ein Kampf und darum soll es heute gehen. Wir kommen nicht darum, das so zu bezeichnen. Es ist ein täglicher geistlicher Kampf. Ich habe vor einer Weile mal einen Film gesehen über einen Rennfahrer. Der Film hieß Ohne Kampf kein Sieg. Genau so ist es. Die Bibel spricht von einem Wettkampf, und zwar einem Langlauf. Jesus macht gleich im Gespräch und in der Predigt mit seinen Gegenüber eine ziemlich nüchterne Rechnung auf. Er hat ein bildliches Gleichnis erzählt vom vierfachen Acker. Und das Ergebnis ist, dass nur jeder Vierte das Ziel erreicht und dann eine Siegerehrung und Belohnung bei Gott bekommt. Die Frage ist, willst du zu den Siegern gehören? Dann verabschiede dich vom Vergnügungsdampfer und begib dich auf das Kriegsschiff. Vergnügungsdampfer haben keine Zukunft bei Gott. In Jesaja 2, Vers 16 steht das ganz klar, kannst du nachlesen. Deshalb ist es wichtig, sich im persönlichen Glaubenskampf täglich vorzubereiten und im wahrsten Sinne des Wortes aufzurüsten. Denn Nachfolge kostet eine Investition. Aber der Ertrag ist überwältigend. Geisterfüllung hier und neues ewiges Leben für immer. Der Prediger Salomo, Sohn des David, sagte mal, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Sprüche 11, Vers 30. Das ist interessant. Er denkt ein bisschen weiter. Das Ziel ist nicht nur eine gute Obsternte,
die wir, die auf dem Lande leben, das gerne haben, Äpfel oder Pfirsiche, sondern das Ziel ist ein Baum. Also eine etablierte, beständige Beziehung zu Gott. Und Gott ist nämlich ein Gott der Multiplikation. Er will also nicht nur, dass wir Früchte ernten, sondern dass mit den Samen der Früchte wieder neue Pflanzen gepflanzt werden, aufgehen. Das ist toll. Aber es geht ohne Kampf nicht ab. Ein Beispiel. Jedes Jahr findet auf Hawaii der schwierigste Ausdauerwettkampf der Welt statt, nämlich der Ironman oder Eisenbahn-Wettbewerb. Da geht es frühmorgens los. Die Teilnehmer müssen zunächst 3,86 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und anschließend noch 42 Kilometer Langlauf vollbringen. Die Athleten kämpfen dabei vor allem mit der Hitze von 40 Grad Celsius und unberechenbaren heißen Winden sowie mit einem sehr starken persönlichen Flüssigkeitsverlust. Die Sportler gehen bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit und viele müssen vorher aufgeben. Leider wird von denen wenig berichtet, dann eben nur von den Siegern. Aber genau darum geht es ja. Wir wollen ja auch zu den Siegern gehören und Christsein ist wirklich ein sportlicher Wettkampf. Das lesen wir immer wieder auch an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel im Hebräerbrief 12, Vers 1, da schreibt er, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und Paulus sagt dem Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das griechische Wort für kämpfen steht im Neuen Testament fast immer für sportlichen Wettkampf. Wir sind also Wettkämpfer. Ein gutes tägliches Training gehört allerdings dazu und ist schon fast die ganze Miete. Deshalb, ich am Anfang überprüfe deine Motivation. Habe ich noch die erste Liebe und Freude über meine Errettung? Die meisten haben ja irgendwann mal durch die Wiedergeburt wirklich so einen geistlichen Start mit Jesus begonnen. Oder ist das schon ziemlich müde geworden? Wie kann ich das lebendig halten oder wieder zum Leben bringen? Zwei wichtige Dinge. Fortlaufend im Wort Gottes leben, lesen und nicht nur so mal kurz in Spruch, sondern möglichst tief graben, sich richtig intensiv befassen. Das ist wie eine Schatzsuche und, oder einen tiefen Brunnen graben, wo man dann lebendiges Wasser findet. Das ist Bibelstudium. Ich mache euch Mut. Nehmt eure Bibel, nehmt vielleicht noch eine andere Übersetzung und grabt euch rein. Das ist Nahrung für deine Seele und Ermutigung in diesem alltäglichen Kampf. Es ist auch gut, drittens im täglichen Lobpreis, egal ob du selber ein Instrument kannst oder dir deine DVD oder was anderes reinlegst, einfach dich mit dem Lobpreis zu befassen und dann kommt die Dynamik des Heiligen Geistes und setzt dich frei und ermutigt dich neu. Lass dich nicht ablenken und lass dich nicht von den vielen äußeren Dingen beschäftigen und in Beschlag nehmen. Das kann wirklich dann zu Müdigkeit führen. Und dann lassen wir uns treiben. Jemand sagte mal, sei ein lebendiger Fisch, schwimme gegen den Strom, denn nur tote Fische lassen sich mit dem Mainstream treiben. Das ist übrigens ein Gesetz, was sowohl in der Physik als auch im geistlichen Leben stimmt. In der Physik kennen ja wir vielleicht den zweiten thermodynamischen Satz, die Entropie. Das ist der Verfall von Energie, die zwar nicht verschwindet, aber nicht mehr brauchbar ist. Und man kann das nur umdrehen, indem man von außen neue Energie zuführt. Genauso ist es im Geistlichen. Wir leben in einer Zeit, wo alles verfällt, wo der Abfall vom Glauben passiert. Paulus hat ihn angekündigt, Jesus hat davon gesprochen. Und die Gesellschaft geht immer mehr einem Verfallsprozess unter. Moralische und ethische Dekadenz, vor allen Dingen auch auf sexuellem Gebiet, völliges Durcheinander. Und das ist wirklich traurig und schlimm. Deshalb ruft die Bibel, ruft Jesus, ruft Paulus, wach auf, steh auf, zeigt euch mannhaft und seid stark. Im 1. Korintherbrief steht das. Oder im Epheserbrief sagt Paulus, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten und der Messias wird dir aufleuchten. Also, wenn ich mich entscheide, gegen den Strom schwimmen zu wollen, dann wirst du plötzlich eine Kraftquelle von Gott bekommen und du wirst vom Heiligen Geist wirklich vorwärts getrieben. Aber du musst dich aufmachen. Paulus und Johannes beschreiben immer wieder den Kampf der Heiligung gegen die eigenen Sünden.
Ausführlich haben wir das ja das letzte Mal beim sogenannten Kleiderwechsel behandelt. Und da wollen wir jetzt gleich mal eine Bibelstelle lesen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1. Eine kurze Stelle, da wir den Text jetzt nicht so bei mir hier einblenden können, aber ihr habt ihn wahrscheinlich jetzt schon durch Johannes mitgeteilt bekommen, lese ich es mal vor. Also wir haben die Verheißung, Geliebte, lasst uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung in der Furcht Gottes vollenden. Und Johannes, der Evangelist, der hat ja auch Briefe geschrieben, der schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Augenblick. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir aber sagen, dass wir keine Sünde haben, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht mehr in uns. Und dann schreibt Johannes weiter, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Helfer beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das bedeutet, wenn wir uns aufmachen als Söhne Gottes, dann sind wir nicht perfekt. Aber wir können durch seine Kraft in einem Prozess uns von ihm umwandeln lassen. Und das ist das Tolle, weil das Ewigkeitswert hat. Wir können also die tägliche Sühnewirkung, so sagt das die Bibel, des Blutes Christi, was zeitlich einmal und qualitativ einmalig vom Kreuzesstamm floss, durch Bitte um Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen, sodass wirklich das Bild in Realität kommt, dass unsere Kleider schneeweiß werden. Mit dem Bild des Kleides ist einfach mein praktisches Leben als Christ gemeint. Jetzt kann jemand sagen, ja, aber wenn mir einfach mal die Hutschnur hochgeht oder ich wütend werde, dann ist alles wieder eingerissen. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wo wir uns um Vergebung bitten müssen. Aber dann ist das ein Prozess und du brauchst die Hoffnung nicht aufgeben. Wichtig ist das Lernen und die Schule täglich. Neben der Vorbereitung ist immer wieder die eigene Entscheidung, ich gehe die Sache an. Judas, der Halbbruder Jesu, drückt das mal im Judasbrief so aus. Geliebte, entwickelt allen Eifer, von daher schreibe ich euch über unsere gemeinsame Rettung und es ist notwendig, euch dies zu schreiben, indem ich euch ermahne, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Wieder eine Abholung und eine Aufforderung und Ermutigung, das umzusetzen. Das bedeutet also, nicht ruhe dich aus, sondern gehe vorwärts. Tue etwas aus Liebe für andere, überraschend und überdurchschnittlich zu sein. Das klingt wieder ein bisschen heroisch, aber durch den Geist Gottes können wir wirklich Positives, Überraschendes machen. Ich war jetzt vor ein paar Tagen im Dresdner Diakonissenhaus zu einer Untersuchung und habe da eine Nacht übernachtet, sollte das aus Kontrolle gründen, zur Sicherheit. Und war in einem Dreimannzimmer und in der Nacht, das war eine sehr unruhige Nacht, auch nicht wegen mir, sondern weil der eine Patient ziemlich schwer krank war und die ganze Nacht immer wieder die Schwestern rufen musste. Der hat das nicht aus Böswilligkeit getan, das ging nie anders. Und es hatte immer damit zu tun, Richtung Toilette. Ich will es nicht ausführlich berichten. Und da habe ich gedacht, also Hut ab, die Schwestern, die kamen dauernd. Meistens mussten zwei kommen, manchmal sogar drei. Und haben kein böses Wort gesagt, haben ihn noch als Person ermutigt, sind auf die Toilette mehrfach. Und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, Hut ab, wie viel Geduld und Einfühlungsvermögen und Liebe die aufgebracht haben, das hat wirklich Kraft gekostet. Und auch wenn sie es professionell machen,
der Mensch braucht seelische Kraft. Und ich hab dann mal gesagt, also ihr habt wieder mal einen Beitrag zu der einen Schwester, habe ich gesagt, ihr habt wieder mal einen Beitrag für das gute Klima und für den guten Ruf des Diakonissenkrankenhauses geleistet. Ja, also, aber da wird es konkret, ja. Wie schnell sind wir unsere seelischen Kräfte herausgefordert? Und das kann uns nur die Beziehung und die Kraft aus Gott durch den Heiligen Geist, durch sein Wort schenken. Wir müssen es immer wieder in Anspruch nehmen. Es ist wirklich ein täglicher Kampf. Wenn wir es nicht tun, dann wäre es ein großer Verlust. Jesus erzählt mal ein Beispiel in Matthäus 22, Vers 9 bis 14, vom hochzeitlichen Gewand. Also er nimmt das Beispiel der Hochzeit. Und er geht dann hinein in die Hochzeitsfeier und alle haben ein hochzeitliches Gewand an, nur der eine nicht. Und da fragt er ihn, warum nicht? Der hat keine Antwort. Und dementsprechend wird er dann behandelt. Wenn wir das schon kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich aus Gnade gerechtfertigt zu werden, wie Martin Luther sagt, dann dürfen wir uns nicht zu schade fühlen, das dann auch wirklich anzuziehen und es zu tun und zu machen. Deshalb ist es wichtig, die Fülle des Heiligen Geistes durch Lobpreis oder Gebet immer wieder zu praktizieren. Und Kriterium der Wahrheit ist, ob die anderen von mir etwas sehen an Liebe, an Barmherzigkeit, diesjährige Jahreslosung, und an Zuhören, auch Besuche machen, einen Anruf machen und wo es dran ist, eine Spende. Einfach, dass sie merken, der Glaube ist ein tätischer Glaube. Ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist, in der Nachfolge die tägliche Selbstprüfung des Gewissens. Das wird immer wieder auch bei Paulus betont. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, schreibt der Paulus an den Timotheus Folgendes. Das Endziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und ein gutes Gewissen und ungeheuchelter Glaube. Ja, Gewissen zeichnet uns Menschen aus. Das ist der Unterschied zwischen Tier und Mensch. Der Mensch hat ein Gewissen, weil er es von Gott gegeben hat, bekommen hat. Und im Hebräerbrief schreibt der Schreiber, das Blut Christi reinigt unser Gewissen von den toten Werken. Hier geht es also wieder darum, dass durch die Vergebung, die Jesus uns schenkt, auch unser Gewissen erleichtert wird und wir nicht mehr mit Gewissenskonflikten umgehen brauchen, weil er hat uns wirklich davon frei gemacht. Dasselbe schreibt er ein paar Verse weiter. Glaubensgewissheit durch geschenkte Reinigung vom bösen Gewissen schenkt er uns wörtlich durch die Besprengung mit dem Blut Christi. Hier benutzt der Hebräerbriefschreiber, der ja auch an Juden schreibt, diese Handlung aus dem Alten Testament, wo die Leviten das Tierblut besprengt haben, auch die Menschen, damit sie Vergebung symbolisch bekamen. Jetzt haben wir sie wirklich durch Christi Blut. Und dann schreibt er noch weiter, aufgrund der Waschung am Leib mit reinem Wasser. Das Wort Christi reinigt uns, sagt Jesus im Johannesevangelium seinen Jüngern, und verbunden mit der Taufe, wo der alte Mensch stirbt und der neue Mensch auferweckt, haben wir wirklich die Befreiung von Schuld und einem schlechten Gewissen. Aber wir müssen täglich uns prüfen, was anliegt. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir nicht als Einzelkämpfer fungieren, sondern dass wir uns eine Mannschaft suchen mit Christen, wie hier das Geschenk auch im Lobpreishaus ist, wo man sich täglich begegnet. Manchmal geht man sich vielleicht auch mal aus dem Weg, weil man mal Ruhe braucht. Also dieses Balancieren ist ja auch nicht immer so einfach, aber ich finde, das ist eine tolle Gnade, wenn Christen miteinander leben und arbeiten und sich auch gegenseitig im Gespräch korrigieren können. Das ist also wichtig. Und Christsein ist ja auch ein Mannschaftskampf, wie Fußball oder Rudern, Achter-Rudermannschaft. Ne? Das ist der deutsche Nummer 1. Oft haben die gewonnen. Ja, es ist aber auch klar, dass dieser geistliche Kampf kein, nicht nur ein Spiel ist, sondern er ist wirklich sehr real und hart. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus im 10. Kapitel Worte, da werden wir wohl noch ein bisschen dran zu knabbeln haben. Ihr könnt das für euch dann mal selber auch noch mal durchgehen. Dort schreibt er in Matthäus 10,
vor allen Dingen Vers 22, ich fasse mal das zusammen, ab Vers 17 bis 22, da kündigt Jesus an die Reaktionen derer, die den Glauben nicht wollen, die sich regelrecht als Feinde des Glaubens verhalten. Und er fängt ja an, das geht mit der Regierung los, ich denke jetzt an die Christen im Irak und an anderen Stellen, die verfolgt werden, oder im Iran vor allen Dingen, wo die Regierung, die Schiiten, ja die Christen radikal unterdrücken und verfolgen. Das geht von dort los bis ins Private, dass Verwandte oder Bekannte plötzlich sich zurückziehen oder sogar sich feindlich verhalten. Und zusammenfasst das Jesus dann im Vers 22, und ihr werdet gehasst werden von allen wegen meines Namens. Aber wer geduldig ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Bist du bereit, so einen Langlauf um des Zieles und Preises, den wir in Christus haben und dann auch noch bekommen, anzugehen, auch wenn es mal hart auf hart kommt? Unser Kampf jedenfalls wird belohnt. Und deshalb schreibt Paulus dann im 2. Timotheusbrief 4, Vers 7 und 8. Da ich jetzt auch selber blätter, habt ihr Zeit auch selber zu blättern, wer mitblättern will. Aber ihr kriegt es ja auch eingeblendet. Im 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 schreibt deshalb Paulus, denn einen guten, also da fasst er so ein Resümee auch über sein Leben als Lebenskampf. Da schreibt er, denn einen guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf habe ich vollendet, die Treue habe ich gehalten. Für die Zukunft ist mir der Kranz der Gerechtigkeit aufbewahrt, den mir der Herr Jesus an jenem Tag geben wird. Er, der gerechte Richter, aber nicht nur mir, sondern auch allen, die ihn und seine Erscheinung geliebt haben. Und wenn du das liebst und auch dich freust auf die Wiederkunft Jesu, dann wirst du den Kampf siegreich vollenden. Und das ist, denke ich, ja unser Ziel. Das waren jetzt so einige Themen, Punkte, die zum geistlichen Kampf gehören. Der Apostel Paulus hat das aber auch nochmal in einem ganz konkreten Bild aufgenommen. Und das ist der geistliche Kampf nach Epheser 6, Vers 10 bis 18. Wir können uns mal diese Bibelstelle raussuchen und gehen hier nochmal konkret darauf ein. Epheser 6, Vers 10 bis 18. Seit 75 Jahren haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa Frieden. Das ist eine der längsten Perioden, die wir hier in Europa und Deutschland haben. Gott sei gedankt. Aber welcher Preis wurde dafür bezahlt? Fast jeder kennt Berichte, Dokumentationen. Es gibt so ein paar Fernsehsender, die bringen ständig Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg. Oder vielleicht kennen auch manche den Film von Steven Spielberg, Der Soldat James Ryan. Ein sehr bekannter Film, der hat ja wirklich das qualitativ gut gedreht und rübergebracht. Dort geht es über die Invasion in der Normandie, die zur Wende ja im Zweiten Weltkrieg führte. Wie viele Soldaten haben dabei nicht nur Strapazen auf sich genommen, sondern wurden verwundet, mehr oder weniger schwer, haben ihr Leben riskiert oder eben auch viele sind gefallen. Für vergängliche Ziele und Werte, wenn man das mal irdisch sehen, wenn auch die Demokratie und die Freiheit ein wirklich hohes Gut sind. Und dafür sind sie ja angetreten damals. Wenigen Christen ist aber dabei klar, dass wir auf unserer Ebene, auf unserer spirituellen, göttlichen Ebene, eben im Reich Gottes, einen noch viel heimtückischeren und schwierigeren Kampf zu kämpfen haben. Von Johann Wolfgang von Goethe stammt, oder soll der Ausspruch stammen, das Völkchen spürt den Teufel nicht, und wenn er sie am Kragen hätte. Eine wahre Erkenntnis und Beobachtung. Dazu gehört auch eine geistliche Blindheit, Verharmlosung und Schläfrigkeit, die leider oft anzutreffen ist. Rudi Borg, ein Bibellehrer im Bibelsender Pregerfeld, stellte mal fest, viele, das ist ziemlich selbstkritisch gemeint, viele von uns ähneln Soldaten,
in einem ausgedehnten Heimaturlaub. Wir tragen zwar Uniformen, zeigen stolz unsere Abzeichen, benutzen das Vokabular eines Soldaten, oft in der Sprache Kanaans, schwer zu verstehen. Doch unsere Waffen haben wir an die Seite gelegt. Stattdessen feiern wir, haben Spaß und tun so, als herrsche Frieden. Solch eine Armee von Fronturlaubern wünscht sich jeder Gegner. Für Satan sind solche Leute harmlos und ungefährlich. Gottes Wort ruft uns aber zu den Waffen durch Paulus. Epheser 6, Vers 10 bis 12 zunächst. Paulus schreibt hier: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Zieht an die volle Waffenrüstung Gottes, nämlich dazu, dass ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf geht nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Ist uns das so bewusst im Alltag? Rechnen wir mit diesen Realitäten? Ich erlebe es immer wieder, entweder persönlich oder durch Berichte von anderen, was das so im Alltag sich abspielen kann. Ich hörte jetzt gerade von Bekannten, die wollten nach Brasilien einen missionarischen Dienst dort tun unter ehemaligen Drogenabhängigen und hatten x-erlei Formulare und Anträge und so weiter auszufüllen, einen Haufen Bürogeld, also Geld für diese bürokratischen Sachen zu bezahlen und wollten dann ausreisen. Und dann kam die Corona, wurde alles abgesagt, alles hinfällig, das Geld verfallen, erstmal totale Niederlage, ich sag mal so. Deshalb sage ich, der Coronavirus kommt direkt aus der Hölle. Es geht hier um eine Herausforderung, die wir als Christen vor allen Dingen auch im geistlichen Kampf und im Gebet angehen sollten. Jesus ist Herr über alles, auch über Krankheitsmächte. Und deshalb dürfen wir seinen Sieg proklamieren, nicht leichtsinnig, aber aus dieser Autorität heraus. Denn Jesus hat Kranke geheilt, er kann auch bewahren vor Krankheit. Und wir sollen einfach sehen, hier findet schon eine Art Vorgefecht statt, was wir in der Offenbarung im Einzelnen nachlesen können. Dort gibt es ja Kapitel, die direkt davon sprechen, dass aus der Hölle Invasionen zu erwarten sind von Dämonen. Wir brauchen keine Angst haben. Das ist auch die Frage, inwieweit wir das, wir als Christen, noch erleben. Gott mutet uns nur das zu, was uns zusteht. Aber ein geistlicher Kampf ist schon heute da. So. Das ist zu überlegen, wie ich persönlich damit umgehe, im Großen wie im Kleinen. Gottes Wort jedenfalls ruft uns durch Paulus zu den Waffen. Es ist also ein Missverständnis, wenn die neue Freiheit in Christus zur Beliebigkeit, Unbedarftheit und geistlicher Anspruchslosigkeit und auch zur Passivität verleiten sollte. Manchmal staune ich, welche Ansprüche so auch Christen haben. Der Lebensstandard, der möchte schon ganz schön hoch sein. Ich will jetzt nicht ins Einzelne gehen. Aber früher, kann ich mich noch erinnern, gab es nicht so viel Tage Urlaub. Und die Christen, die haben ihren Urlaub geopfert und sind zu einer Rüstzeit oder Kirchenwoche gefahren und haben sich dort voll eingebracht. Aber manche heute, die meinen, wir brauchen ja auch allerhand Urlaub. Ich meine, jeder braucht mal Urlaub, wenn die Arbeit einen stresst. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wie tue ich die Zeit einteilen? Und wie viel Zeit investiere ich wirklich ins Reich Gottes, wo ich ja die beste Frucht und das beste Ergebnis, die besten Dividende kriege, die überhaupt vorstellbar sind. Die sind menschlich überhaupt nicht zu vergleichen. Das bloß mal ein Beispiel. Ich will niemandem zu nahe treten, aber die Gefahr von Unbedarftheit und geistlicher Anspruchslosigkeit, aber höhere Ansprüche auf anderen Gebieten, ist zu überprüfen. Ein Irrtum ist also, ich will jetzt noch von zwei Irrtümern sprechen, die in der Nachfolge Jesu manche vielleicht noch nicht ganz so bedacht haben. Ein Irrtum ist, Nachfolge Jesu ist kampflos möglich. Alle gläubigen Männer
sowohl die, die in der Bibel genannt werden, als auch die danach folgenden. Ich denke an Luther, ich denke an Bonhoeffer, ich denke an Corrie ten Boom. Und es gibt viele, die wir nennen können, haben alle sehr harte Kämpfe zu bestehen. Zu bestehen gehabt. Und sie haben meistens nicht so sehr davon geredet. Man hat nur die positiven Erfolge in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist ja auch okay so, dass wir auf die Frucht schauen. Aber die Investitionen, die Kämpfe, die damit zusammenhängen, die sind nicht ganz so bedacht worden. Und ich finde, die Bibel ist deshalb auch sehr ehrlich, sie macht keine Illusionen und sagt, der Preis ist hoch, die Investition ist nicht zu wenig. Und das sollten wir bedenken. Warum? Weil einfach der Gegner Gottes damals wie heute versucht, Gottes Pläne sowohl in deinem persönlichen Leben als auch im Heilsplan Gottes, den wir in der Bibel erkennen, also mit Israel, mit der Gemeinde Jesu und mit der Welt zu boykottieren oder zu vereideln. Es ist, fiel mir jetzt dieser Tage auf, äußerst interessant, wenn wir mal die Völker und Nationen anschauen, die heute auf dem ehemaligen Gebiet des Paradieses leben. Also die Bibel spricht am Anfang sehr deutlich auch von den Grenzen des Paradieses, nämlich Euphrat und Tigris. Die anderen zwei Flüsse sind scheinbar nicht mehr da, aber der Blaue Nil gehört höchstwahrscheinlich mit dazu. Also wenn wir dieses Gebiet mal anschauen und was dort heute los ist, da sehen wir wirklich äußere Kennzeichen von einem geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt. Angefangen vom Iran, der ja am Tigris liegt, wo also seitdem der Staat Israel 1948 wieder gegründet wurde und sozusagen in eine organisatorische Größe wieder heimkehrte. Nicht nur die Juden wurden ja ständig verfolgt, aber jetzt gibt es den Staat Israel, den man angreifen kann. Seitdem versucht der Feind, diesen Staat zu vernichten. Er findet immer wieder einen Gegner, der diesen Staat vernichten will. Jetzt sind es die Iraner. Wenn man die Bibel kennt und den Propheten Daniel, der ja beschreibt, dass in der unsichtbaren Welt der Engel Michael für Israel kämpft, und zwar gegen Persien, gegen den Engel von Persien in der unsichtbaren Welt, weil dieser unbedingt Israel und die Juden vernichten will. Wenn man dann diesen Staat nimmt, was dort bis heute passiert ist, angefangen auch über Haman unter der Königin Esther, lest mal dieses Buch durch oder blättert mal. Purim war jetzt gerade in Israel das Fest der Befreiung, wird so ein bisschen auf lustig gemacht, wenn man es darf, war ja auch beschränkt durch Corona. Aber dahinter steht eine sehr ernste Inhalt, nämlich die Königin Esther hat ihr Leben riskiert, um ihr Volk vor der Massenvernichtung durch den Haman zu bewahren. Ein deutliches Beispiel eines geistlichen Krieges, der im Himmel durch Satan und seine Engel gegen den sichtbaren Vertreter Gottes Israel geführt wird. Bis heute, wenn wir jetzt nach Süden schauen, das ist jetzt eine persönliche Beobachtung, das steht so jetzt nicht in der Bibel, ihr könnt auch sagen, sehe ich nicht so, gehört aber Äthiopien auch noch zu diesem ehemaligen Gebiet des Paradieses dazu, weil dort der Blaue Nil fließt, wo sie jetzt den Staudamm vor einer Weile eingeweiht haben. Ein tolles Werk, weil der christliche Präsident von Äthiopien unbedingt auch sein Volk wirtschaftlich und auf allen Gebieten hochbringen will. Und was passiert? Eine Rotte Cora in Tigra oben, Provinz Tigra, entsteht und beginnt einen sinnlosen Bürgerkrieg. Die eigenen Leute fliehen nach Sudan und man fragt sich, wo ist hier der ganze Sinn? Es ist schlicht und einfach Rebellion, weil sie ihre Privilegien, die sie früher hatten, nach einer demokratischen Wahl, sie beschnitten wurden, sie trotzdem gleichberechtigte Bürger sind, aber ihnen das nicht passt. Also wird eine Rebellion, ein Krieg angefangen, ein Bürgerkrieg. Das ist die Rote Cora, wie es schon in der Bibel steht. Wieder ein geistlicher Krieg. Und das ist jetzt mal auf dem großen Gebiet beschrieben, also auf dem Gebiet, was auch die Propheten beschreiben. Wir erleben im Alltag oft die persönlichen Sachen und Angriffe sind aber genauso aufgefordert, so zu reagieren, nämlich durch die Hinwendung im Gebet zu Jesus, damit er eingreifen kann, um meine
vielleicht gefährliche oder schwierige Situation zu lösen. Denn er sagt, ruft mich an in der Not, so will ich euch erretten und du sollst mich preisen. Und der König David sagt, auch wenn du mich durchs dunkle Tal führst, ich sehe dein Licht. Also auch die persönlichen Angriffe und Kriege, die der Feind herbeiführt, im Namen Jesu hast du den Sieg. Wir sind zu Überwindern berufen, aber wir müssen es immer wieder täglich praktizieren. Das passiert nicht einfach irgendwie von alleine. Auch wenn er den Sieg geschaffen hat und auch herbeiführt, ist es die Frage, ob ich eine Tür für den Teufel aufmache. Ich bringe dann gleich noch ein Beispiel. Oder ob ich sage, ich will Jesus mit dir gehen, Satan hinter mich. Die Bibel nennt den Feind Gottes auch klar beim Namen. Er wird der Drache genannt, der gefallene Lichtträger, Luzifer, die alte Schlange, der Teufel und Satan. Er ist der Ankläger, der jede Gelegenheit nutzt, unseren eigenen Selbstwert, den wir nämlich als Kinder Gottes geschenkt bekommen haben, in Frage zu stellen oder zu zerstören möglichst. Und dabei hat Gott dich ohne Vorbedingung als sein einmalig geschaffenes Original geliebt und durch Christi Blut erlöst und gerettet. Das will der Teufel immer wieder in Frage stellen. Ob durch eigene Zweifel oder durch Infragestellungen und Angriffe von außen. Deshalb ist auch in diesem Kampf, schildert Paulus, macht auch so eine Analyse, gibt es also so viel Blindheit, so wie geistliche Blindheit. Paulus stellt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 3 und 4 fest, den Verlorengehenden ist unsere frohe Botschaft verhüllt. Bei denen der Gott dieser Welt, nämlich Satan, die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, dazu, dass sie nicht den Lichtglanz der frohen Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, sehen können. Jedes Mittel ist also dem Durcheinanderbringer recht. Lüge, Verleumdung, Verführung und Lüge, Gewalt und Mord. Jesus nennt ihn den Mörder von Anfang an, den Dieb und Räuber. Was ist aber, wenn ich also in so einer Drucksituation mich fühle oder ja, so angegriffen oder auch über mein Versagen verzweifelt bin? Wollen wir ja ganz ehrlich sein. Es passiert uns jeden Tag irgendwo auch ein Fehler, ein Versagen, eine Missstimmung, ein Streit zwischen Eheleuten oder zumindest eine heftige Diskussion. Dann ist die Sache erstmal auszuhalten und vor Gott zu bringen. Dann hilft auch mir persönlich, dass Paulus im Römerbrief und dann auch im Hebräerbrief sagt, im Römerbrief sagt er, wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll, dann hilft mir sein Geist in mir auf, zu beten, was zu beten nötig ist. Das heißt, wir haben also einen Unterstützer und einen Helfer, der uns gegeben ist. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, der auch für uns betet, selbst wenn wir selber gar nicht so beten können. Das Sprachengebet ist natürlich eine starke Hilfe. Wenn wir in Sprachen beten, beten wir auf jeden Fall das, was Gottes Geist gebetet haben will. Und dann dementsprechend reagiert Gott und schenkt Kraft oder tut eine Situation zum Positiven umändern. Oder im Hebräerbrief, er steht im 8. Kapitel, Vers 24 und 25 und im 9. Kapitel, Vers 24, dass Jesus der hohe Priester ist. Und Priester haben immer die Aufgabe, für jemanden einzutreten, etwas zu vermitteln zwischen Menschen und Gott. Und Jesus ist nach der Himmelfahrt als hoher Priester zum Vater gegangen, hat sich zur Rechten Gottes, also dieselbe Autorität neben Gott, geschenkt bekommen. Und was macht er dort? Er betet ständig für uns. Er tritt ständig für uns ein. Wir haben keinen besseren Fürsprecher und Unterstützer als Jesus, der jetzt beim Vater ständig für dich betet, für deine Situation, egal wie verzwackt da jetzt was ist oder wie verzweifelt. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an Leute, die schwer krank sind. Mich ärgert ein bisschen, dass immer nur die Corona-Kranken genannt werden, als wären das die einzigen Kranken. Ich sage das mal ein bisschen sächsisch. Was ist mit den vielen Krebskranken? Da wird kein Wort verloren. Die haben vielleicht noch schlimmer zu leiden.
Ich will damit nicht ins Einzelne gehen, aber es zeigt sich, egal wie deine Situation ist und egal welche unerwartete Nachricht du vielleicht bekommen hast, auch in Sachen Arbeit plötzlich Probleme oder Kurzarbeit oder gar nichts mehr, Existenz fließt wie der Schnee in der Sonne dahin, weil der Beruf jetzt gerade durch Corona völlig ins Hintertreffen geraten ist. Wie verzweifelt die Situation ist, du darfst wissen, Jesus tritt für dich mit vorm Vater ein und es wird für dich eine Lösung kommen. Jesus wird dir helfen. Er wird dir in deiner Situation helfen, weil er treu ist. Er ist wahrhaftig und treu und er gibt eine offene Tür. Und diese offene Tür wirst du erkennen und dann kannst du durchgehen. Petrus spricht und auch Paulus oder auch Daniel aus dieser Erfahrung. Wir hören von den 12 Aposteln und die 12 Apostel, die sind ja so, wenn man das so liest, die Namen und so hört, irgendwo auch so ein bisschen wie die Heiligen auf einem Sockel, ja. So was ganz Besonderes und die haben so viel Besonderes getan und das ist ja auch alles richtig. Aber die waren auch Menschen, die Elende in verzweifelten Situationen waren und die hinterher sagen, wenn nicht Jesus mich hier herausgeführt hätte, wäre ich heute nicht mehr hier. Petrus zum Beispiel war im Gefängnis. Er sagt, Satan ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht, um seine Beute zu verschlingen. Und als er im Gefängnis saß, mehr als einmal, spürte er die Nähe Satans praktisch. Aber Gott schickte einen Engel und befreite ihn aus dem Gefängnis. Das war damals so dieses Ereignis. Der Prophet Daniel, dasselbe, ich bin beim Stichwort Löwe. Er wurde in die Löwengrube geschmissen, obwohl er völlig unschuldig war. Er spürte den Atem der Löwen. Gott verschloss den Rachen der Löwen und Daniel wurde wieder aus der Grube gerettet. Jesus redet unverblümt zu allen Nachfolgern, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Besonders gefährlich sind die Wölfe im Schafspelz. Die Wölfe im Wolfspelz erkennt man eher, da sie unverblümt ihren Hass zeigen. Aber beide sind für uns Christen eine Herausforderung. Deswegen sagt auch Jesus, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, Vers 24. Und wiederum komme ich zu dem am Anfang genannten Beispiel vom vielfältigen Acker. Das zeigt, dass 3/4 der Zuhörer das nicht wahrhaben wollten oder konnten und konsequent durchziehen wollten. 3/4 bleiben leider irgendwo auf der Strecke. Aber das 1/4, das ist praktisch das, die den Langlauf siegreich beenden. An einer anderen Stelle heißt es auch, wer ausharrt bis zum Ziel, der wird gerettet. So können wir sagen, wir Christen befinden uns immer im Krieg und es gibt ein heiliges Muss. Das klingt jetzt in unserer Gesellschaft, wo alles so frei und beliebig und ja, man kann, man möchte, man wollte, klingt sehr gesetzlich. Aber es gibt wirklich ein heiliges Muss. Im Griechischen steht dort das Wort dei, das heißt auf Deutsch, es ist nötig, du musst. Zum Beispiel sagt Jesus dem Nikodemus, du musst von oben geboren werden. Da gibt es keine Beliebigkeit, ja, es könnte ja, vielleicht mache ich es mal, aber es gibt vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit, so die Unverbindlichkeit, die Ungenauigkeit. Nee, Jesus sagt, du musst von oben geboren werden. Es gibt manche, die sind im guten Sinne gottgläubig. Ich habe jetzt gerade das eingetroffen. Ein lieber Mensch. Und dem spreche ich auch seinen Glauben nicht ab. Aber ich habe dann gesagt, wenn du ins Paradies gehen willst, kommen willst, dann musst du Jesus annehmen, denn Jesus ist die Tür ins Paradies. Es gibt keine andere. Und deswegen sagt Jesus zu dem Nikodemus, du musst von oben geboren werden. Oder später sagt er zu der Samariterin, Gott ist Geist und die Anbetenden müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
wenn ich so rumschaue, was da so manche machen, ich tue mir das bloß als Beobachter schildern. Ich bin nicht berufen, jemand zu richten. Aber was da so in Kirchen alles praktiziert wird, wie man meint, dass gebetet wird mit Bilderanbetung und Knicksen und Weihrauch und sonst was, dann sage ich nur, was hat denn Jesus gesagt? Wie komme ich denn wirklich zu Gott? Wenn Gott Geist ist, dann muss ich ihn auch im Geist anbeten und in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus. Also wir kommen mit Gott nur ins Gespräch. Ich komme nur mit Gott klar. Ich erlebe nur, dass Gott wirklich der Allmächtige ist, wenn ich durch Jesus und durch die Geistestaufe und Geisterfüllung im Geist Gott so anbete, wie er angebetet werden will und wie er angebetet werden muss. Hier steht das Wort muss. Petrus setzt deshalb auch immer wieder den Imperativ auf den anhaltenden Wettkampf des Glaubens. Hebräer 12, Vers 1 bis 4. Steht: Daher, da wir eine so große Wolke um uns liegend haben, nämlich eine Wolke von Zeugen, legt deshalb jede Last, die euch hemmt, ab und die so leicht umstrickende Sünde. Lasst uns in Geduld laufen, den vor uns liegenden Wettkampf angehend. Hinsehend auf den Anfänger und Vollender oder Urheber des Glaubens, nämlich Jesus, der wegen der vor ihm liegenden Freude, die Freude war, dass er dann auferweckt wurde und zum Himmel zu seinem Vater zurückkehren konnte, diese Freude hat er vor sich gehabt, aber er hat nicht ausgeschlossen, nämlich das Kreuz zu erdulden, die Schande der Verspottung, des Auspeitschens und Geißelns zu erdulden und dann zur Rechten des Thrones Gottes sich gesetzt zu haben. Etwas frei übersetzt oder anders übersetzt, erläuternd jetzt, wie es hier steht. Denkt doch an den, Denkt doch an den, der durch die Sünder das erduldet hat und erdulden musste gegen sich und Widerspruch erlebt hat, damit ihr nicht müde werdet und in euren Seelen ermattet oder aufgelöst werdet. Der Hebräerbriefschreiber schreibt da hier an Juden, er drückt sich auch ein bisschen so in der Richtung aus, aber es ist ganz klar, was er sagt. Er nennt den Preis, er nennt die Kampfstimmung und trotzdem ist es so eine positive, mutmachende Botschaft, dass die vor uns liegende Freude uns niemand nehmen kann und dass ich deshalb auch was in Kauf nehmen kann, wenn ich weiß, was ich wirklich dadurch habe. Und ich denke jetzt wieder an die Sportbilder. Jeder Sportler muss Einschränkungen bei seinem Training in Kauf nehmen, wenn er den Sieg erringen will. Du kannst nicht hier ein lustiges Leben führen mit allen Exzessen, die manche meinen, dass das zum Leben gehört und dann noch irgendwie im Sport fit zu sein, um zu gewinnen. Das geht nicht. Du musst dein Leben völlig anders strukturieren, diszipliniert strukturieren und was die Trainer oder Trainerin sagt, machen und das dann trainieren. Ich sage immer, Sport und Musik hat viel miteinander zu tun, weil in der Musik musst du auch immer wieder üben, damit du drin bleibst. Und das ist das, was den Erfolg dann auch ausmacht. Und Christsein ist also ein Langlaufkampf und die Prioritäten sollten wir so setzen, wie Jesus sie uns auch vorgelebt hat. Wir kommen an der Stelle jetzt zum Ende. Ich liege heute gut in der Zeit. Wir noch eine Schlussbemerkung machen.
dieser Stil, dahin zu kommen, nennt die Bibel auch Metanoia, nämlich Sinnesänderung, Umdenken. Und das hat was damit zu tun, dass ich gegen den Strom schwimme. Umdenken heißt, ich denke und handle nicht so wie die Masse, die sich mit dem Strom mittreiben lässt, sondern ich denke um und schwimme genau in die Gegenrichtung zur Quelle. Und die Quelle ist Jesus, das Leben. Und das im Alltag. Der König Salomo sagt mal in Sprüche 23, Vers 7, ein Mensch ist, wie er denkt. Ein Mensch ist, wie er denkt. So wie ich denke, so sieht mein Leben aus. Und wenn ich biblisch, also göttlich denke, dann kommt was rüber von Gott. Und das ist das Ziel. Alles beginnt also in der Gedankenwelt. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 können wir das lesen. Dieses Leben, dieser geistige Kampf beginnt in der Gedankenwelt. Deshalb spielen heute besonders, aber auch schon früher, Ideologien im Waffenreservoir Satans eine immer größere Rolle. Nach dem Motto, Herz und Hirn ködern, dann hast du sie. So handelt der Teufel. Wir brauchen uns das bloß angucken, wir erleben das immer wieder. Ob in der Werbung oder an anderen Stellen. Oder einfach in der Medienwelt. Von daher, das werden wir dann beim nächsten Mal machen, im nächsten Teil. Wir werden über die Gedankenwelt, also über die drei Arten von Gedanken reden. Ich tue sie bloß mal als Stichwort nennen. Es gibt eine göttliche Gedankenebene, es gibt eine menschliche Gedankenebene und es gibt eine dämonische Gedankenebene, beziehungsweise eine satanische. Darüber werden wir das nächste Mal reden und dann ganz konkret die geistliche Waffenrüstung in ihren einzelnen Bereichen, die Paulus hier nennt. Ich sage mal nur das Stichwort. Epheser 6, ab Vers 13 bis Vers 17. Und das andere ist dann noch eine Zusammenfassung, beschreibt Paulus die verschiedenen Waffenbereiche und Waffen, mit denen wir geistlich kämpfen lernen sollen und damit umgehen sollen. Und das gehen wir das nächste Mal an. Also die Gedankenebene, die drei Gedankenebenen und die einzelnen geistlichen Waffen. Wer da schon mal selber lesen will, ist natürlich völlig frei, da sich vorzubereiten und gleichzeitig auch andere Punkte von Rückfragen oder so anzugehen. So Gott will, bleiben wir in dem Sinne im Gespräch. Und ich bitte euch, was heißt ich bitte euch, das ist allgemein das Positive an der ganzen Geschichte, das in der Praxis auszuprobieren. Alle Erfahrungen, alle Misserfolge, alles, wo man vielleicht ein bisschen stecken geblieben ist oder wo man nicht weiterkommt, das gehört zum Kampf dazu. Es ist kein Spaziergang, sondern es ist ein Kampf, aber mit einer so tollen Verheißung, den Siegeskranz geschenkt zu bekommen und beim Preisgericht Lohn zu empfangen. Gott ist nämlich auch ein Geschäftsmann auf dem geistlichen Gebiet. Der ist ein Multiplikator. Gott ist überall ein Multiplikator. Guckt euch das an, wie die Schöpfung aussieht. Er investiert viel, er legt Multiplikation rein und es kommt immer viel mehr raus, als investiert wurde. Das ist das Geheimnis. Und das ist eigentlich das Positive, wenn wir schon erleben, was Gott uns hier schenkt. Und dann noch das ewige Leben unvergänglicher Art, ein Auferstehungskörper, Geist, Seele und Leib zusammen verbunden, ein neues Leben rund erneuert bei Gott. Es gibt nichts Schöneres, es gibt keine bessere Verheißung. Und das hängt alles damit zusammen, wie wir heute unseren Kampf gestalten und dass wir ihn so gestalten, dass wir unbedingt zu den Siegern, Überwindern, steht in der Offenbarung, gehören können.
wenn du es willst. Und ich wünsche dir, dass es so wird. Ich wünsche mir, dass wir es alle so erleben, als Gesamtbrautgemeinde, weil Christsein kein Einzelkampf ist. Ich möchte mal schließen mit einem Gebet. Das habe ich heute in den Herrnhuter-Losungen gefunden. Ich finde das toll. Das stammt aus Vanuatu in Ozeanien. Also auch dort gibt es Christen. Das ist das Tolle. Rund um den Globus gibt es Christen. Auch auf den Inseln im Pazifik gibt es Christen. Und da hat ein Christ das so formuliert. O Jesus, sei mein Kanu, das mich über Wasser hält im Meer des Lebens. Sei das Ruder, das mir hilft, den Kurs zu halten. Sei mein Bootsausleger, der mich hält in stürmischen Zeiten der Versuchung. Lass deinen Geist mein Segel sein, das mich täglich trägt. Mach mich stark, damit ich sicher paddeln kann auf meiner Lebensreise. Ja, Herr, und ich preise dich, dass dein Wind uns mit unserem Lebensschiff, mit dem eigenen Lebensboot immer weiter bringt, sogar über die Grenze in ein neues Meer, was noch viel schöner und größer ist, oder mit einem anderen Bild ausgesprochen, das Paradies, der Garten, den wir mal verloren haben, aber du, Herr, alles dran gesetzt hast, für uns die Eintrittskarte wieder zu lösen durch dein Blut und wir somit eine herrliche Zukunft haben und schon jetzt im Voraus vieles davon schmecken und sehen und ahnen können. Und ich danke dir, dass so die Lebensreise eines jeden Einzelnen ein tolles Ziel und ein tolles Ergebnis haben kann, wenn wir bereit sind, den Kampf auf uns zu nehmen und anzugehen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir haben ja heute das Thema über den geistlichen Kampf in unserem Leben als Christen gehört. Und da habe ich noch ein sehr schönes Lied gefunden, was das unterstreicht und dazu passt. Gott ist ja der Herr der Heerscharen, Gott Zebaoth. Er kämpft unseren Kampf, er kämpft auch den Kampf meiner Seele. Und deswegen habe ich dieses Lied herausgesucht, Lolanu. Es kommt aus Israel, von messianischen Juden, von der Zipporah Bennett. Ins Deutsche hat es Werner Finis übersetzt. Ich habe es aber, um meinen Stil etwas anzupassen, noch ein Stück textlich verändert und variiert. Und wir wollen das so zum Abschluss des Themas noch einmal zusammenfassen und so hören. Nicht wir, Herr, wenn nur du führst diesen Kampf. Nicht wir, Herr, wenn nur du führst diesen Kampf. Nicht wir, Herr, wenn nur du führst diesen Kampf. Nicht wir, Herr, wenn nur du führst diesen Kampf. Danke, danke, Dank sei dir, Herr, ja, danke, danke, Dank sei dir, Herr, ja, danke, danke, Dank sei dir, Herr, deine Gnade hört niemals auf. Nicht wir, Herr, wenn nur du behältst den Sieg, nicht wir, Herr, wenn nur du behältst den Sieg, nicht wir, Herr, wenn
fand das wieder sehr intensiv. Ihr könnt das gerne nachschauen. Ihr könnt ja gerne, wie Papa schon gesagt hat, drüber lesen, drüber beten. Und ich bin ja auch dabei, das zu studieren, diesen geistlichen Kampf, so wie ihr wahrscheinlich alle. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr unseren Kanal abonniert, theoretisch irgendwie kriegt man da eine E-Mail oder irgendwas. Naja, man kriegt zumindest, wenn man das anklickt, eine Info, wenn da wieder ein neues Video online steht. Wir werden in 4 Wochen das Ganze fortführen. Wie schon gesagt, und dazu seid ihr gerne herzlich eingeladen. Ansonsten schaltet ein nächsten Dienstag, wenn wir hier groß Party feiern. Zumindest so virtuell. Ja, aber es wird super. Und bis dahin. Auf jeden Fall. Ja. Bis dahin ein schönes Wochenende euch und Gottes Segen. Tschüss.